So, hallo Leute, schönen guten Morgen. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Moment. So, jetzt geht's weiter. Ich weiß auch nicht, warum mein T-Shirt so verschissen aussieht. So staubig, flusig. Ist frisch aus dem Schrank, also daran kann es nicht liegen. So, wir fangen heute mal an mit einem kleinen, spontanen, mini, mini, itzy, bitsy, teeny, weeny DM-Haul. Ich war bei DM, weil ich eigentlich nichts kaufen wollte. Ich wollte nebenan Spargel kaufen beim Türken, der keinen Spargel hatte. Ich wollte meinen super Lotto-Gewinn gegenüber abholen, der nicht vorhanden war. Also habe ich gedacht, gehen wir zum DM, da werden wir vielleicht kurzfristig Spargelersatz und Lottogewinnersatz in Form von Schminke Glück finden. Ja, ich habe ja so ein kleines Täschchen unterwegs immer mit, da habe ich drin Puder und Lippenstift und ein kleines Parfümfläschchen. Mehr habe ich eigentlich nicht mit unterwegs und meine Brille, alles so verstaubt und verschmantet hier. Ist doch unglaublich, guckt euch das an. Seht ihr das, wie dreckig das ist? Oh. Flecken und Schmutz. Jetzt mache ich das an meinem dreckigen T-Shirt sauber. Wird auch nicht besser. Naja. Brille putzen ist überbewertet. Ich sehe sowieso schlecht. Also ich habe Lippenstift und Puder immer dabei und wechsle ich ab und zu dann so den Inhalt. Und dann kam ich da bei DM vorbei an der Limited Edition von P2 Sunshine Goddess. Und oh Gott, Leute, so schön die Verpackung. Ich habe mir zwei Lipglosse geholt. Ich zeige euch die mal hier. Ich mache mal Licht an. Gucken, ob das was bringt. Kameralicht, ich weiß es nicht. Ah, die glitzern so toll. Da ist also jeweils Lipgloss mit Goldpartikeln gemischt. Ich habe hier als erstes das dunklere, ist die Farbe Opulent Copper, opulentes Kupfer. Und dann zeige ich euch mal hier den Applikator. Also relativ dunkel und ich habe den auch schon drauf gehabt. Die Farbe ist super schön. Nachteil ist, die bleibt nicht sehr lange drauf. Vorteil ist, man kann die halt von schwach zu kräftig schön schichten. Jetzt habe ich hier noch den Blob. Genau, von schwach zu kräftig schön schichten und ja. Die Farbe ist also wirklich wunderschön. Den Goldschimmer, den sehe ich allerdings kaum, was an meiner dreckigen, beschlagenen Brille auch liegen kann. Gibt es eigentlich Anti-Beschlagtücher für Brillen? Ich brauche dringend eins. So, die andere Farbe ist Eternal Rose Nummer 10, die ewige Rose. Der Applikator sieht so aus. Wahrscheinlich genauso wie der andere. Und die Farbe ist ein wunderschönes, ja, Orange-Flamingo, Peach, nee, die ist ein reines Peach, würde ich sagen. Zartes Peach und eigentlich so eine Farbe, die jedem Typen steht. Also nicht jedem Typen, nicht jedem Kerl. Wohl manchem Kerl vielleicht wohl, also jedem Typ, nicht jedem Typen. Der Lipgloss für jeden Typen. Jo. Also wie gesagt, die beiden habe ich mir geholt und die werde ich wohl beide in mein Täschchen tun. Vorteil ist den hellen, den kann man also quasi blind auftragen. Für den dunklen braucht man schon ein Spiegelchen. Und ich finde die beide einfach top, tippitoppi. Man muss sie aber, glaube ich, öfter nachtragen. Dann für unterwegs, habe ich ja gesagt, nehme ich ein Puder mit und da habe ich von Katzenreis das Multicolor Kompaktpuder für hellere Haut
mir zugelegt. Sieht von außen so aus. Ne, kennt ihr vielleicht. Machen wir mal auf. Ist hier so marmoriert. Und ich finde das ja auch wieder so wunderschön. Ne? So toll. Ah, und ich habe erst gedacht, dass da irgendwelche Glimmersachen drin sind, sind es aber nicht. Und dann nehme ich dann mit diesem preiswerten Kabuki hier. Für unterwegs ist nicht schlimm, wenn der zermanscht, nehme ich mir hier dieses Puder drauf und kann dann wunderbar meine Haut abpudern, wenn ich unterwegs bin. Oder auch jetzt, machen wir doch jetzt mal. Ah, jetzt kriege ich wieder nicht mehr auf. Ich bin die Heldin der Landstraße, ey. Rivalen der Rennbahn. Ne, das war was anderes. So. Tun wir mal hier ein bisschen so, ne? So. Schon wieder fein abgepudert. So, und das Oberteil ist noch dreckiger. Ja, Leute, das war mein spontaner Mini-DM-Haul. Die beiden wunderbaren Lipglosse. Wenn ihr die LE noch irgendwo findet, schaut die euch mal an. Die sind wirklich wunderschön. Die ist super Puder. Und hier dieser preiswerte Pinsel, denn meinen teuren, packe ich nicht in mein Kosmetiktäschchen, was sich in der Tasche rumknüllt, ne? Nein, dazu muss der billige her. Nochmal. Ich kann es euch nicht oft genug zeigen. So, Leute. Dann wünsche ich euch noch, jetzt fliegt hier noch ein Haar rum, habe ich mit ausgerissen, hängt in der Brille. Geil. Läuft. So, Leute. Ist halt so furchtbar, man holt kaum Luft zwischendurch und ist furchtbar angestrengt beim Drehen. Seid ihr auch so? Machen wir wieder Licht aus. So. Brille sitzt schief. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, schaut die Summer Goddess, oder wie hieß das? Oh, ja, ne, die Sunshine Goddess, die Sonnenscheingöttin. Schaut sie euch an, die Lipglosse sind ganz toll. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.